Und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Dieses heute wird ein etwas längeres Video, denn es geht, wie ihr seht, um zwei Messer. Ich habe mich entschlossen, diese beiden zusammen vorzustellen, weil sie irgendwie ein Stück weit zwei Generationen des gleichen Bautyps zeigen. Und ich fand das ganz interessant, die mal gegenüberzustellen. Was haben wir? Wir haben auf der einen Seite das Böker Chopper einhändig zu öffnen mit Liner Lock in der klassischen Bauweise, hier als CDC Modell, also Custom Design Collection, ich glaube aus dem Jahr 2013, für einen, hier in der Version für einen belgischen Messershop, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, gemacht mit Makassar-Ebenholz, also ein dunkelbraunes Ebenholz mit so hellen Einschlüssen, sehr schön gemacht. Kommen wir hier zu den Spezifikationen. Das gute Stück ist geschlossen, 10,5 cm lang, verfügt über eine Klinge in einer Länge von 8,3 cm, wovon 7,7 scharf sind. Die Klinge ist 0,25 cm dick. Hoch an der höchsten Stelle ist sie 1,52 cm. Der Griff hat eine Dicke von 1,2 cm und das Gewicht kommt mit 87 Gramm. Der Stahl ist 1,4034, rostfrei. Der klassische Solinger Messerstahl. Wir haben eine Einhandöffnung hier über den angebrachte Öffnungshilfe. Das ist kein Pin, sondern so ein Klingenheber. Verarbeitungsqualität durch die Bank gut. Klingenstand ist mittig. Abschluss ist gerade. Übergänge sind nicht zu spüren. Lücken haben wir keine. Lock steht sehr am Anfang, aber hält das Messer zuverlässig. Wenn man es ein bisschen kräftiger aufflippt, dann steht er auch ein bisschen weiter rein. Lock ist ein bisschen sticky, geht aber. Flippen geht auch, allerdings muss man ein bisschen mit dem Daumennagel dahinter, dann geht das auch. Und wie ihr seht, das gute Stück fällt frei. Klingenspiel haben wir ein wenig im geöffneten Zustand. Wenn ich das aber richtig kräftig aufmache, dann verschwindet das Klingenspiel auch. Das ist schön gemacht. Hier haben wir noch eine Böker-Medaille eingelassen. Das ist ein wirklich schönes Stück. So, gleiches Baumuster, etwas neuer. Das Böker Urban Trapper in Cocobolo. Auch hier zunächst die Spezifikationen. 10,8 cm Griff. Klinge in 8,85 cm. Scharf an der Klinge 8,5 cm. Die Klingendicke kommt mit 0,265 cm. Höhe sind 1,9 cm hier hinten.
Der Griff ist 1,19 cm dick, hier ohne Clip gemessen. Und das Gewicht sind hier 52 Gramm. Auch hier eine super Verarbeitungsqualität. Mittiger Klingenstand. Wir haben eine offene Bauweise. Titanliner. Titanclip. Flipper. Mit einem gut funktionierenden Flipper-Tab. Kugel gelagert. Das Ding schießt raus wie nichts. Wenn wir jetzt die beiden mal nebeneinander legen, dann sieht man schon die Verwandtschaft. Die Form der Klingen ähneln sich sehr. Hier mit dem sehr langen Clip, der hier angezogen ist. Falsche Schneide hier oben angeschliffen. Hier ist sie wesentlich dezenter, aber auch vorhanden. Achso, zudem hier noch Beschalung ist Kokobolo-Holz. Das ist ein bisschen matt. Das liegt daran, weil es hier Längsrillen eingefräst hat. Ganz, ganz feine Längsrillen, die es dazu, die es sehr, sehr griffig machen. Ich hatte erst gedacht, ich poliere das, aber das funktioniert gar nicht. Und darum lasse ich es, weil sonst würde ich nämlich die Rillen hier zerstören. Die ganze Konstruktion hier unten ist verdeckt, das heißt, hier sind die Beschalungen sind aufgeschraubt und darunter ist dann die Mechanik, beziehungsweise da sind dann die Schrauben, die das Messer zusammenhalten, hier mit dem einen Standoff hier hinten und dann die Achsschraube. Beides sehr schöne, schlanke Messer, die ein Stück weit zum Spielen einladen, auch hier. Das Messer fällt quasi frei. Man kann stundenlang spielen. Irgendwann wird der Flipper-Tab hier oben ein bisschen scharfkantig, weil also die Kante hier ist schon ziemlich ausgeprägt, aber wenn man den hier auflegt und im Pushcut das Ganze macht, dann geht das eine ganze Zeit lang länger. Also ich habe gestern Abend irgendwie eine Stunde mit dem Stück gespielt. Und dann irgendwann tat mir der Zeigefinger weh, aber hallo, ernsthaft, wer macht das eine Stunde lang? Das ist ja Quatsch. Außer uns Idioten, die da ab und zu mal auf dem Sofa sitzen und mit Messern rumspielen. Beschriftung hier, der Stahl VG10, Brad Zinker. Auf der anderen Seite das große Bürger Plus Logo. Ich spare mir die Arie, dass das zu groß ist. Klar, logisch. Bei dem anderen hier das Bürger Manufaktur Logo, beziehungsweise die Aufschrift Bürger Manufaktur Solingen Stainless Germany. Hier hinten dann die Limitierung, das ist die Nummer 88 von 100. Also wirklich ein streng limitiertes Messer. Bei einer 100er Limitierung nehme ich die Limitierung auch ernst. Hier hinten habe ich dann übrigens bei dem hier noch die Seriennummer drauf. Sie wissen also, wie es geht, dass das Ganze ein bisschen dezenter gemacht wird. Ich weiß nicht, warum sie es nicht sonst auch machen. Na gut. Hier ist in dem Teil ist der Klingenrücken sehr schön gerundet. Das Ganze ist wirklich gut gemacht. Beide Messer sind wirklich gut gemacht, muss man sagen. Und das Spannende finde ich hier, wie sich die Baumuster entwickelt haben. Irgendwo habe ich gelesen, bei Böker im Katalog, das war es genau. Brad Zinker hat dieses Design entwickelt, weil so ein Trapper bei ihm, also jetzt nicht das, sondern die Bauform, bei ihm sehr lange in der Hosentasche war und er sagte, ich möchte gerne irgendwas haben, was moderner ist, aber diese Form aufgreift. Und ich glaube, das ist mit dem hier ganz gut gelungen. Und wir haben in beiden Fällen große Klingen, die sehr tauglich sind. Wir haben Klingen, die in erster Linie natürlich hier deutlich in dem Bereich Essen spielen. Vergleichbar durchaus, vielleicht mit Lagiol-Klingen. Also das dürfte ein ähnliches Einsatzgebiet sein. Vielleicht nochmal kurz zu den Schliffen hier. Hier habe ich einen Saber Grind, der als
so wie sich es anfühlt, als Hohlschliff ausgeführt worden ist. Der hier scheint auch ein bisschen hohl zu sein. Der ist aber wesentlich höher gezogen als bei dem. Beide Messer sehr tauglich. Das obere wird aufgrund dieses Sabergrinds bis zur Mitte der Klinge sicherlich ein Schneidteufel werden, denn es ist klar, wenn ich ein Messer in der Art gestalte und derart schleife, dann habe ich einen sehr steilen Schneidwinkel und kann damit einfach nicht so einen extremen Slicer bauen, wie zum Beispiel die Lagiol darstellen. Das ist hier anders. Dieser hier ist dünner geschliffen und sicherlich in dem Bereich ein bisschen, performt sicherlich ein bisschen besser. Das heißt nicht, dass die beiden schneiden. Schneiden tun beide gut. Stabiler ist sicherlich der Sabergrind als der hier. Aber beide Messer sind natürlich nicht dafür geeignet, da jetzt irgendwo auf Bäumen rumzuhacken oder sonst irgendwas. Das sind Gentleman-Messer einer verschiedenen Generation, etwas größerer Bauart, die aber extrem tauglich sind. Also wirklich extrem tauglich. Und die auch hier in beiden Fällen nicht unbedingt zu Irritationen führen, sondern eigentlich auch hier in beiden Fällen eher den Eindruck vermitteln, wir haben es hier mit Messern zu tun, die noch sozial verträglich sind. Das Ganze gelingt trotz einer durchaus dynamischen Klingenform, aber es ist eben dieser Bezug zu dem Klassischen, hier natürlich zu 100% gegeben und hier als deutliche Reminiszenz an die Klassik, der dazu führt, dass diese Messer sicherlich noch sozial verträglich sind. Hier habe ich natürlich noch den Vorteil eines Clips. Das ist bei so langen Messern durchaus sinnvoll. Den habe ich hier nicht. Das heißt, dieses verschwindet in der Hosentasche. Das führt dazu, dass dieses Messer für mich so ein sogenanntes Backpocket-Messer ist. Das heißt, das kommt neben die Geldbörse in die hintere Hosentasche. Dann bleibt es auch da, wo es hingehört. Legt sich nicht quer, was bei der Größe natürlich schon durchaus unangenehm sein kann. Wie gesagt, beides sehr taugliche, sehr schöne Messer, mit denen man viel Spaß haben kann. So, ich hoffe, euch hat diese Vorstellung von zwei Messern gleicher Art in unterschiedlichen Generationen gefallen und ihr schaut mal wieder auf meinem Videokanal vorbei. Bis dahin, tschüss!